Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich zeige euch heute, wie Sie mit OpenOffice die Seitennummerierung einfach so anfügen können mit Kopfzeilen und Fußzeilen auch. Also wir wollen zum Beispiel unsere Kopfzeile hier anfangen anzufügen. Dann gehen wir einfach auf den Reiter anfügen und dann hier haben wir Kopfzeilen und dann haben wir auch hier Fußzeilen. Also wir können zum Beispiel unsere Fußzeile oder Kopfzeile wirklich Also wir beginnen nochmal. Es zeigt nur, weil ich so hier schon mit sowas mich beschäftigt hatte. Also wir wollen einfach eine Kopfzeile erst zunächst anfügen und hier wollen wir einfach unsere Kopfzeile haben. Wir sollten erstmal mit unserem Mauszeiger einfach markieren die Stelle, wo wir haben wollen. Und wenn wir unsere Kopfzeile schon markiert haben, dann gehen wir wieder auf Anfügen und dann Feldbefehl und Seitennummer. Und hier sehen Sie sofort die 1. Und so können Sie einfach nochmal, zum Beispiel nochmal richtig bearbeiten, wie Sie wollen. Zum Beispiel, hier können Sie nochmal Seite 1 vorne schreiben und nochmal richtig bearbeiten mit der Schriftfarbe, Schriftgröße. Und Sie können auch alles ändern, wie Sie wollen, ausrichten, links, rechts und zentriert und die Schriftgröße können Sie nochmal ändern, wie Sie wollen. Und von daher sehen Sie schon, wie Sie einfach die Sache anstellen können. Also Schriftgröße lassen wir vielleicht in Rot, damit Sie besser sehen können. Und ausrichten können Sie auch, Sie sehen schon, als Blocksatz können Sie auch einfach ausrichten, wie Sie wollen, links, rechts. Und die Schriftart können Sie auch ändern, wie Sie wollen. Von daher haben Sie wirklich die Möglichkeit, einfach alles zu ändern, wie Sie wollen. Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie einfach so gucken. Also Seite 1 haben wir da. Und Sie werden auch sehen, auf der nächsten Seite wird die Seite 2 angeführt. Also ich freue mich, dieses Video mit euch zu sehen.